ihr da seid. Ich habe gerade schon gesagt, das Gespräch heißt Beyond Sustainability, also jenseits der Nachhaltigkeit. Man könnte sagen, dass die Umweltbewegung viel geschafft hat. Es ist noch viel verbesserungswürdig. Und trotzdem wird Nachhaltigkeit heute oft mit Verzicht und irgendwo auch mit einem, ich würde sagen, in vielen Gruppen mit auch einem sehr negativen Denken ausgestattet. Vor allem finde ich, dass es oft auch das Problem ist, dass man so auf den Perfektionismus strebt, dass wir natürlich dann gerade sind, um Gottes Willen, du bist einmal Auto gefahren, dann ist jetzt eh alles schon wieder vorbei, was die Nachhaltigkeit angeht. Es geht immer in so eine negative Denkrichtung. Also es ist immer eigentlich so, wir werden es nicht schaffen, wir können es nicht schaffen, keiner schafft es perfekt, wie soll das überhaupt funktionieren, und steigert sich dann immer so ein bisschen hoch. Ihr habt viele Jahre ökologisches Engagement hinter euch. Ihr habt beide, finde ich, ganz schöne Texte verfasst. Also einmal intelligent wachsen, haben wir einmal, und dann intelligent verschwenden auf der anderen Seite. Das heißt, ihr müsst so ein paar Übereinstimmungen auf jeden Fall haben, was die Intelligenz dieser ganzen Sache angeht, sozusagen. Was sind eure Unterschiede oder was sind die Kontroversen? Das würde ich jetzt gerne so ein bisschen rauskitzeln. Und Herr Füchs, ich fange jetzt mal mit Ihnen an. Wir haben ja in der heutigen Zeit so ein bisschen dieses Gefühl, oder das ist das Gefühl, was wir alle kriegen, so um Gottes Willen, wir Menschen, wir sind eigentlich eh schon viel zu viele und das kann alles gar nicht mehr nachhaltig gehen. Wir haben zum Beispiel, hatten wir Herr Eckhardt von Hirschhausen, der zum Beispiel dann in einer Fernsehtalkrunde auch sagt, die Menschheit ist so der Krebs der Erde geworden, wir saugen das Ganze aus. Würden Sie uns vom Gegenteil überzeugen? Können Sie das? Was fängt man mit solchen Botschaften an und wie kann man die auch für sich irgendwie zum Positiven wenden oder nicht in die totale Depression verfallen? Ja, das ist ja eine sehr alte Denkrichtung in der ökologischen Bewegung und auch schon vor der modernen Ökologiebewegung. Ich nenne sie die malthusianische Richtung der Ökologie. Also eine Denkweise, wie sie exemplarisch von dem englischen Theologen und Ökonomen Thomas Malthus Anfang des 19. Jahrhunderts schon entwickelt worden ist, der damals nachgewiesen hat, in Anführungszeichen, dass die Erde maximal 1 Milliarde Menschen ernähren kann, maximal. Und das stimmte auch auf der Basis der damaligen landwirtschaftlichen Produktivität. Und was er eben nicht vorausgesehen hat, ist diese enorme Explosion der Produktivität auf der Basis wissenschaftlich-technischer Forschung, die es ermöglichte, heute 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde mehr oder weniger gut zu ernähren. Wir haben immer noch 800 Millionen, die hungern, aber das ist schon die Hälfte weniger als vor 20 Jahren. Und im Schnitt haben wir 50% mehr Kalorien und die Lebenserwartung hat sich verdoppelt seit dieser Zeit. Und das ist tatsächlich das Wunder der wissenschaftlich-technischen Revolution. Also Kreativität, Erfindungsreichtum, Innovation, das ist der Treiber für menschlichen Fortschritt. Und wir wissen heute natürlich sehr viel genauer etwas über die ökologische Dunkelseite dieser industriellen Revolution. Ja, wir wissen, dass sie auf dem Raubbau an der Natur aufgebaut hat, dass sie angetrieben worden ist von fossilen Energien, von Kohle, Öl und Gas, dass auch die Landwirtschaft, die industrielle Landwirtschaft, sagen, all along die Erde, den Humus, von dem die Ernährung der Menschheit abhängt, vernichtet. Aber die Antwort auf diese Krise der Industrialisierung ist eben nicht vorwärts, wir müssen zurück in ein vorindustrielles Zeitalter oder in ein neues puritanisches Zeitalter der Askese, Sack und Asche, Verzicht, Einschränkung. Das ist nicht nur völlig irreal angesichts der realen Entwicklung auf der Welt mit bald 10 Milliarden Erdenbewohnern und dem Aufstieg von jedes Jahr 70, 80, 100 Millionen Menschen in die moderne Mittelschicht. Das ist auch sowas von freudlos. Und es ist in der Tendenz autoritär, diese Denke. Wenn jemand mit Nico Pech, den wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen, das ist so der Guru der Degrowth-Bewegung, ja, der sagt,
Wir müssen den Konsum auf die existenziellen Bedürfnisse reduzieren. Existenzielle Bedürfnisse, ich weiß, wahrscheinlich satt werden, irgendwie Dach über dem Kopf, vielleicht Sex. So, wer soll das durchsetzen? Ja, das ist irgendwie das Modell von so einem ökologischen Wohlfahrtsausschuss, der definiert, was sein darf und was nicht. Und daher kommt auch das Misstrauen, was auch viele der Vordenker der Ökologiebewegung gegenüber der liberalen Demokratie haben, weil sie ihr nicht zutrauen, diese Art von Verzichtsleistung durchzusetzen. Und deshalb sympathisieren sie dann mit dem chinesischen Modell. Sowas wie einer aufgeklärten Ökodiktatur. Das ist ziemlich folgerichtig, wenn man primär auf Verzicht setzt angesichts der Klimakrise. Und die Alternative dazu ist eben genau das, was auch Michael und die Cradle-to-Cradle-Bewegung propagieren und tun, nämlich auf Erfindungsreichtum setzen, auf Kreativität setzen und auf Koevolution mit der Natur, auf ein neues Verhältnis zwischen Industriegesellschaft und der biologischen Welt und dem Lernen von der Natur. Und dieses Potenzial haben wir heute nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. Wir sind noch lange nicht an den Grenzen der menschlichen Entwicklung angekommen. Dankeschön. Nun haben Sie ja gerade auch angesprochen, also wir haben natürlich jetzt auch die dunkle Seite gesehen. Wir nähern uns ja trotzdem auch irgendwo an einem Punkt, wo man sagt, okay, Boden läuft aus, Wälder laufen aus. Also wir sind ja schon auch auf einer relativ schlechten Zielgerade, auf einer destruktiven Zielgerade sozusagen. Was ist Ihre Meinung dazu? Also natürlich, also ich wünsche mir auch, dass das alles mit Innovationen etc. funktioniert. Kann das funktionieren? Können wir schnell genug umschalten? Also schaffen wir es, diesen Spurwechsel zu machen und vor allem rechtzeitig noch? Schau mal, ob es an ist. Wir haben sicher jetzt einen Rückschritt. Also in Holland ist das eigentlich das Schlimmste davon. Jetzt heißt das Ganze immer Circular Economy. Aber Circular Economy ist nichts anderes als lineares Denken im Kreis. Das ist so wie Riesenradfahren, ja? So Landenei oder sowas. Übrigens, ich würde vorschlagen, für den zukünftigen Kongress nach Brexit ist Englisch eigentlich nur die Minderheitensprache. Wir sollten Französisch und Spanisch sprechen jetzt in Europa, weil das sind eben unsere Kultursprachen sozusagen. Das heißt, weil wir sonst sozusagen immer auch gegenüber amerikanischen Leuten immer im Hintertreffen sind, weil wir die Sprache nie so gut sprechen werden, wie die das tun. Und damit erklärt man immer Leuten Dinge, die gar nicht so sind. Eben Donald Trump kann diese Leute einfach völlig ehrlich anlügen davon. Und das heißt, ich würde gerne auf ein paar Dinge zurückgehen. Können wir uns erstens mal darauf verständigen, dass es kein Umweltschutz ist, wenn wir weniger zerstören? Also wenn wir das einfach endlich sozusagen klar haben. Also wenn jemand mit dem Zug fährt, anstatt mit dem Flugzeug zu fliegen, schützt er nicht die Umwelt oder sie. Das ist einfach nur weniger Zerstörung. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, indem ich es eben nur 5-mal schlage, anstatt 10-mal. Ja, das ist nur weniger Zerstörung. Also das ist das Erste, was wichtig ist. Zweitens, in Holland ist es verheerend. Die Leute packen alte PET-Flaschen in Fahrradwege und geben das als Circle Economy aus. Oder sie packen giftige Flugaschen in Bausteine und geben das als Circle Economy aus. Das ist ein absoluter Missbrauch. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass es Circle Economy heißt, weil ich als Europäer wollte, dass Geld aus Brüssel auch nach Bulgarien, Rumänien, Polen geht, wo nie eine Umweltdiskussion stattgefunden hat. Aber in vielen Ländern, auch in Deutschland, fällt man jetzt zurück auf die 80er Jahre und haut wirklich den Sondermüll in die Produkte und nennt das dann abfallfrei, weil es ja dann ein Produkt ist. Und das heißt, wir müssen uns wirklich nochmal zurückgehen und sagen, was ist wirklich das, was wir erreichen wollen? Und das Erste ist wirklich zu begreifen, dass wir die Menschen als Chance auf der Welt sehen und nicht als Belastung. Das kann man in jeder Pädagogik auch sehen. Im Kindergarten, wenn Sie ein Kind in die Ecke stellen, dann benimmt es sich irgendwann genauso, weil es immer in die Ecke gestellt worden ist.
Das heißt, wir schaffen im Moment, dass die Leute raffgierig und feindselig sind, weil sie Angst haben. Ja, weil wir sagen, naja, es wäre besser, es gäbe dich ja gar nicht. Eine Stadt wie Berlin möchte klimaneutral sein. Man kann nur klimaneutral sein, wenn man nicht existiert. Also warum, was passiert dort, dass die Leute sagen, sie möchten klimaneutral sein? Kein Baum ist doch klimaneutral. Das heißt, wir wollen dümmer als Bäume sein. Das ist irgendwie komisch. Ja. Ein Baum ist immer gut fürs Klima. Wenn ich nach Hause komme und sage den Kindern, ich bin heute kinderneutral, was für ein Blödsinn. Und wir müssen gegen diesen Blödsinn wirklich reden dazu. Der Kaiser ist nackt, das ist des Kaisers neue Kleider. Ja, dazu, wir reden von Recycling, wenn wir aus von 41 seltenen Elementen im Mobiltelefon 9 zurückgewinnen. Wir reden von Recycling, wenn wir aus 46 verschiedenen Stahllegierungen mit Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Molybdän, Wolfram, Antimon, Wismut und so weiter Baustahl machen. Da ist der Donald Trump einfach der ehrliche Lügner. Da weiß ich, wo ich dran bin. Er sagt den Leuten einfach, ja. Also, das Schlimme ist, meine größten Feinde sind inzwischen die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Firmen, weil die haben gar kein Interesse mehr, wirklich was zu ändern. Die haben ihre jährliche Konferenz, sie haben 2 Elektroautos mit mehr angeschlossen dazu und wollen eigentlich wirklich nichts mehr machen. Dieses 7 Milliarden Beratungsgeschäft von McKinsey und diesen Leuten, die überhaupt kein Interesse wirklich dran haben, die machen es halt als Geschäft. Darum rate ich allen Leuten dazu. Wir haben den Begriff Cradle to Cradle wirklich freigegeben, in jeder Stelle, außer für die Zertifizierung. Sagen Sie in Zukunft, Sie machen Cradle to Cradle. Machen Sie Cradle to Cradle Beratung, weil die machen das, ohne die geringste Ahnung zu haben. Machen Sie das. Manchmal ist es dann mehr Knödel to Knödel, das macht auch nichts. Ja? Also. Wir haben dabei ein Qualitätsproblem, aber das Qualitätsproblem ist schon da. Also haben Sie keine Skrupel und machen Sie Cradle-to-Cradle-Beratungsfirmen sofort daraus. Weil es wird jetzt populär, weil es halt die einzig wirklich positive Agenda ist. Und zu Nico Pech dazu, in der Tat raffen wir viele Dinge an uns, die wir nicht brauchen. Wir tun das deshalb, weil wir halt Angst haben, dass sie jemand anders nehmen könnte oder dass sie nachher nicht mehr da sind. Aber selbst die Ärmsten der Armen sind immer großzügig und freundlich, wenn sie gemocht sind, wenn sie geschätzt sind. Das heißt, wir kommen durch Cradle to Cradle zu einem viel bescheideneren Lebensstil, nicht deshalb, weil es uns jemand vorschreibt und irgendwo ein Wächterrat dafür ist, sondern weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Also das ist eine völlig andere Geschichte. Wir sollten zum Beispiel auch diese Superreichen irgendwie ein bisschen bemitleiden eher. Man käme da weiter. Also warum sammeln wir nicht für Larry Page zum Beispiel? Ja. Weil wenn der meint, dieses Ganze haben zu müssen, dann ist er doch eigentlich ein armes Opfer. Also wir kämen doch weiter und wenn wir jetzt einfach, jeder schickt 50 Cent an Larry Page und sagt, ja, und sagt, wenn du das haben musst dazu. Ja, ja. Also wir werden nicht mehr, weil die Machtverhältnisse so sind und weil man eigentlich praktisch jeden und alles sich kaufen kann jetzt, wir werden keine irgendwie gewaltsame oder sonstige Veränderung der Eigentumsverhältnisse kriegen, nur noch durch Mitleid eigentlich. Ja, und sagen, also wenn ihr das nötig habt dazu, dann sollt ihr noch mehr haben. Ja? Wir scheißen euch zu mit Geld sozusagen. Ja? Davon, man kann nur Schadenfreude und Neid ineinander umkehren, Liebe und Hass, aber nicht Gefühl in Vernunft. Das klappt nie. Also das heißt, es ist ganz wichtig, zu begreifen, dass wir wirklich klare Forderungen stellen sollten und mal bescheidene. Wir sollten sagen, niemand sollte mehr als 1 Milliarde an seine Nachkommen vererben. Ja, ganz bescheiden. Das andere Geld muss... Nein, das ist doch wahr. Ich meine, Sie müssen sehen, dass in der Hand von 100 Leuten sozusagen das gesamte Bruttosozialprodukt Afrikas ist jetzt. Ja? Nur 100 Leute. Das heißt, wenn wir sagen, liebe Leute, das andere geht an das Allgemeinwohl zurück, dann kann man diese Leute auch beschämen und kann sagen, nee, was habt ihr davon? Es gibt inzwischen in den USA eine Milliardärsinitiative genau dafür. Gates gehört dazu, Buffett gehört dazu und das ist eine alte amerikanische Tradition. Der Stahlmagnat und Eisenmagnat Carnegie sagte, wer reich stirbt, stirbt in Schande. Ja. Das ist durchaus eine Idee, will ich nur sagen, Michael, die mit dem Kapitalismus vereinbar ist. Ja, ist doch gar kein. Ich bin ja zuerst mal dabei, den Kapitalismus ernst zu nehmen. Im Moment ist es ja so, dass der Gewinn privatisiert ist und das Risiko vergesellschaftet. Ja? Ich meine, das ist kein Kapitalismus, das ist eine Form von Sozialismus, ja? Davon, weil die Allgemeinheit trägt die Kosten davon. Ja? Also, wir müssten auch sagen, Leute, Nachhaltigkeit war gestern.
Ja, sie war wichtig, um das Zeug zu begreifen, aber Nachhaltigkeit ist langweilig. Ja? Sie ist stagnierend. Das ist wie kompostierbar. Das ist so das Minimum. Ja? Das heißt, echte Innovation kann nicht nachhaltig sein, sonst wäre sie keine. Also meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Sie hat sofort ihre Stelle verloren, als die Eltern sich eine Waschmaschine zulegen konnten. Also das Mobiltelefon war nicht nachhaltig mit Leuten, die stationäre Telefone hatten. Es geht wirklich um ein umfassendes Qualitätsverständnis. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem, sonst gar nichts. Also es ist einfach nicht schön. Aber es geht darum, eben 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Qualität umzusetzen. Am weitesten wird übrigens... Aber wie schafft man das? Also wie kriegt man genau das hin? Also wir haben ja tatsächlich weiterhin genau das Problem, dass wir, wie Sie auch irgendwo sagen, jetzt haben sich eine kleine Upper Crust oder was auch immer, machen sich jetzt Gedanken darüber, wie man irgendwie qualitativ hochwertige Produkte, wie man nachhaltig ist, wie man seinen Öko-Apfel kauft, keine Ahnung. Aber wir haben ja trotzdem noch viele Menschen, die sich tatsächlich, denen das relativ wurscht ist. Also und wie kriegen wir eine positive Nachricht und wie kriegen wir die Nachricht da raus und wie schaffen wir das eben, diese Menschen auch umzustimmen? Also einerseits auch aufzuwecken und vielleicht eben auch positiv zu berühren. Ich bin ja total dafür, dass wir das positiv schaffen, weil, wie Sie sagen, negativ ist oft nicht die Lösung, ist es auch jetzt nicht, aber wenn wir es schon nicht durch Horrorszenarien kriegen, wie kriegen wir es dann durch positive Nachrichten hin? Also wie schafft man das? Also individuelles Bewusstsein, individuelles Verhalten zählt natürlich und individuelle Verantwortung. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Jeder und jede soll das tun, was er und sie tun kann. Aber wo ich sehr allergisch inzwischen darauf reagiere, ist diese Privatisierung der ökologischen Frage oder die Privatisierung der Klimafrage. Also so zu tun, die Leute müssen sich nur ändern und dann haben wir das Problem gelöst. Ja. Ich glaube, die entscheidenden Stellschrauben liegen woanders. Die liegen zum einen in dem, woran Cradle to Cradle und viele andere, würde ich sagen, inzwischen arbeiten, nämlich wir brauchen konkrete Alternativen. Mhm. Sagen, Kritik ist notwendig und Protest und Widerstand ist auch notwendig, aber ohne, dass wir aufzeigen, es geht anders und besser, werden wir diese Transformation nicht schaffen. Und das Zweite ist, dass wir dafür politische Weichenstellungen brauchen. Wir brauchen politische Rahmenbedingungen von der Rücknahmeverpflichtung für langlebige Produkte durch die Hersteller, was das Cradle-to-Cradle-Prinzip mächtig befördern würde, über eine Bepreisung von Naturverbrauch. Ja. So, jedenfalls, wenn wir uns im Rahmen der Marktwirtschaft bewegen, dann sind Preise zentrale Steuerungsinstrumente. Also wir brauchen beides, die Arbeit an den konkreten Alternativen und den politischen Rahmen, der Innovation und Investition in diese Richtung lenkt. Ja, ich glaube, zuerst ist wirklich das Menschenbild. Und darum ist das so schön, dass die Giordano-Bruno-Stiftung das unterstützt. Die Frage ist, das ist religiös geprägt. Sowohl im Islam wie im Christentum ist die Religion klar, im Judentum abgeschwächt übrigens, die Menschen sind böse und nur Gott kann sie erlösen. Darum können wir nicht gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. Darum denken wir, vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren, weil wir können ja nicht gut sein, wir können eben nur, das Höchste ist neutral zu sein. Das ist wirklich zu begreifen, dass das einfach völlig missbräuchliche Religion ist und von der müssen wir uns auch irgendwo ein Stück befreien. Das versteht man vor allem, wenn man in anderen Ländern ist, in Asien, dann versteht man, wie viel Schuldmanagement eigentlich damit betrieben wird, indem man den Leuten ein schlechtes Gewissen macht und sie auf diese Art und Weise versucht zu kontrollieren. Das kann man sehen bis zu heute. Ich habe eigentlich Bilder dabei über ein neues Bio, was ich eigentlich vorstellen wollte, aber das schaffen wir heute zeitmäßig nicht mehr. Der jetzige Bio-Begriff bedeutet davon, wie weit das eben geht, dass wir unsere eigenen Exkremente nicht zurückbringen dürfen. Es ist nur Bio, wenn man nicht dabei ist. Wir fühlen uns so schuldig, dass wir sagen, es ist nur Bio, wenn mein eigener Phosphor nicht zurückkommt. Und Phosphor ist viel seltener als Öl. Und Phosphor ist hochkontaminiert. In den letzten 15 Jahren haben wir 20.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern in Deutschland verteilt, nur als Kontamination aus dem Dünger. Das macht Leukämie bei Kindern. Das ist absurd davon. Und die Grenzwerte vom Kompost sind so, dass der Kompost von normalen Gemüse nicht mehr in die Landwirtschaft gehen kann, in vielen Städten.
Und dafür wird dann eben mehr Kunstdünger draufgehauen, weil die Grenzwerte so viel höher sind. Das heißt, selbst Demeter-Landbau verliert bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, weil meine eigenen Nährstoffe nicht zurück dürfen. Wir brauchen ein neues Bio. Und das ist wirklich jetzt zu sagen, wir brauchen ein Bio, was die Artenvielfalt unterstützt. Das ist nicht vorgesehen bisher im Biolandbau. Wir brauchen ein Bio, was den Boden aufbaut und erhält, weil das ist der Hauptkohlenstoffspeicher. Und ich kann nicht so weitermachen, es sind etwa 20 Dinge, die völlig neu gemacht werden müssen, auch für Bio. Davon, der Bio-Begriff ist 100 Jahre alt und er ist religiös geprägt und von anderen Dingen aus. Ich will Ihnen nur sagen, es ist vor allem zuerst mal ein kulturelles Problem, was sich dann wieder in Systeme darstellt. Das Zweite ist auf jeden Fall, dass wir uns sagen müssen, mit der Digitalisierung kann es keinen Abfall mehr geben, weil wir ja wissen, was es ist. Also wir müssen nur definieren, was es ist von Anfang an. Das heißt, ergeben sich andere Dinge. Und das Dritte ist, wir müssen unbedingt jetzt neue Geschäftsmodelle entwickeln, weil wir werden in den nächsten 15 Jahren unseren Maschinenbau einbüßen. Wenn die Leute weiter Maschinen verkaufen, dann sind die in weniger als 3 Monaten kopiert. Wenn ich aber nur die Nutzung der Maschine verkaufe, dann kann sie niemand kopieren. Das heißt, wenn der Maschinenbau weg ist, dann werden wir das Museum für Indien und China werden. Das ist auch eine schöne Aufgabe. Aber es ist trotzdem, es ist einfach, dann verlieren wir die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion als Innovationschance. Und die werden wir in den anderen Ländern erst auch mal haben müssen, davon das Know-how, was besteht. Wir sind in allen Bereichen in Europa 15, 20 Jahre zurück gegenüber dem, was die Welt sonst so kann. Aber wir wissen, wie sonst niemand auf der Welt, durch unsere ganze Schulddiskussion, die wir geführt haben, die auch durchaus überlagert war von totalitärer Vergangenheit in Deutschland. Ja, ich meine, man muss ja sehen, es hat nie so ein tolles Beispiel für Inklusion gegeben. Wir haben 800.000 aktive Mörder einfach integriert. Ja, also, ich meine, es sind nicht mal 1.000 Leute vor Gericht gestellt worden davon, wirklich, ja. Und jetzt arbeiten wir uns an der DDR-Diktatur ab und so, dass wir sagen, jetzt machen wir es mal ein bisschen besser. Weil Leute, die vor 30 Jahren in der SED irgendwas gemacht haben, werden gleichgestellt mit Verbrechern aus totalitärer Nazi-Zeit. Das ist irrwitzig davon. Sie könnten zweimal schon jemand ermordet haben und wären schon wieder aus dem Gefängnis. Und wir vergreifen uns sozusagen an der DDR immer noch sozusagen so als Sieger. Das heißt, wir müssen wirklich die gesellschaftlichen Prozesse mitziehen. Und da, wie gesagt, wäre ein neues Bio das Erste, wo wir wirklich sagen, was ist unsere Rolle? Für weniger schädlich sind wir einfach zu viele. Auch wenn wir uns auf das Minimale beschränken würden, würde das Ganze nur ein bisschen später sich zerstören dabei. Aber was heißt das jetzt konkret? Also sehr wahr. Aber was heißt das jetzt konkret für uns? Also wir reden über Beyond Nachhaltigkeit, wir reden über Nachhaltigkeit, wir reden über, wir müssen weg vom Negativen, weg von... Nein, also wir müssen jetzt kämpfen auch dafür, wirklich davon. Und das ist erstmal die jungen Leute. Wissen Sie, das, was Ralf gesagt hat, ist doch richtig. Die Lebenserwartung hat sich verdoppelt, aber damals, als die Rente eingeführt worden ist, war das Rentenalter bei 70. Wenn man das auf 65 zurückrechnen würde, dann würde das Renteneintrittsalter, wenn man den gleichen Prozentsatz heute in Rente schicken würde, bei 88,2 Jahren liegen. Die Rente war nur für die man sonst nicht totgekriegt hat. Also das heißt, ja, die Rentenbezugszeit war unter 3 Monaten im Durchschnitt, wenn man das wirklich hochrechnet. Und wir sind jetzt bei deutlich über 20 Jahren. Das kann niemand, kein Land der Welt kann Leute für mehr als 10 Jahre nichts tun bezahlen. In keinem Fall. Das heißt, die junge Generation wird im Moment enteignet in einer Geschwindigkeit, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Netto gehen 100 Milliarden von 382 Milliarden aus dem Bundeshaushalt in die Finanzierung der Renten. Das ist doch irrwitzig. Stellen Sie sich das mal vor. Das heißt, das sind die 100 Milliarden, die wir eigentlich jetzt brauchen würden für Änderungen und Umbau davon. Wir reden von einer alternden Gesellschaft, aber sie war noch nie so jung, diese Gesellschaft. Aber sie macht sich künstlich alt. Und es gibt dann Leute, die dann sich so ein Häuschen irgendwo in Mallorca oder eine Wohnung zulegen. Und nach 3 Jahren können sie mit denen nichts anderes als darüber reden, wie der tollste Golfplatz ist und der beste Fisch und das schönste Restaurant. Die müssen praktisch AfD wählen, weil sie so verblöden. Die können gar nichts anders, ja? Ja. Also, das heißt, wie kriegen wir die raus? Wie kriegen wir die raus vom Golfplatz? Was können die Generationen tun? Wir können die Menschen nicht zum Müll erklären, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Das heißt, ich würde nicht das bedingungslose Grundeinkommen, das führt uns davon weg, die Gesellschaft investiert doch in die Menschen selber. Ich würde von uns aus ein bedingungsvolles Grundeinkommen fordern.
Wir sind, solange wir gesund sind, sind wir tätig. Ja? Und denn unsere Kranken und Leute, die schwer krank sind und wirklich gebrechlich sind, die brauchen viel mehr Hilfe und Unterstützung. Wir versündigen uns denen wirklich. Das ist absolut unwürdiges Verhalten, wie wir Pflegebedürftige behandeln. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worüber wir... Aber das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, worüber wir gerade reden, Michael. Ja. Aber dazu hätte ich auch ein paar Vorschläge in petto. Also was du sagst mit dem, finde ich total richtig. Ich verliere jegliche Kontrolle von diesem Gespräch, falls Sie das gerade merken. Finde ich total gut, ja, dass die Leute nicht in Zwangsrente geschickt werden mit all ihrem kreativen Potenzial, was sie noch haben. Sondern dass wir sowas für diese Übergangszeit können wir sowas machen wie Bürgergeld, was nicht auf also Rente oder Gehalt für nichts tun, sondern was bedeutet eine Grundsicherung für gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeit. Ja, und damit die Grenzen zwischen Erwerbssektor, marktorientiert, gewinnorientiert und dem gemeinnützigen Sektor durchlässiger machen. Ja, aber das ist schon zu bürokratisch ausgedrückt. Nee, gar nicht. Ich würde wirklich sagen, lass uns die Rente wirklich abschaffen. Sagt, es gibt keine Rente mehr. Solange wir gesund sind, sind wir tätig, weil wir brauchen eine Landwirtschaft, die viel arbeitsintensiver ist. Die soll aber jeder selbst bestimmen, wann er in Rente geht? Gar nicht, von anders genügt gar nicht dazu, weil es heißt, wir sind ein Drittel traditionell erwerbstätig, wir sind ein Drittel sozialtätig, weil unsere Kinder brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. So wie man in Afrika sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, nicht zwei überforderte Eltern, die dann versuchen, damit zurechtzukommen. Also wir brauchen eine Landwirtschaft, die eine Gartenlandwirtschaft ist, die ist viel produktiver als jede Monsanto-Landwirtschaft und die kann den Boden aufbauen. Und das kann ich mit Kontemplation und mit sonst was verbinden. Das ist doch ein ganz anderes Modell und wir müssen es jetzt auch klar benennen, weil sonst dazu bei der letzten Europawahl waren die über 60-Jährigen die Mehrheit der Wähler. Die haben gar keinen Grund mehr, das zu ändern. Wir müssen jetzt wirklich kämpfen, weil wir ansonsten gesehen das verfrühstücken, was wir eigentlich brauchen würden davon. Und das heißt, wir haben ein bedingungsvolles Grundeinkommen. Und meinetwegen gehört das Engagement im Schützenverein um Kirchenchor genauso dazu. Ist doch gar nicht so. Nicht das Ehrenamt, das ist Sozialarbeit dabei. Und da bin ich drin davon. Und dann haben wir Geld genug für die Leute, die wirklich Unterstützung brauchen. Davon. Aber wir müssen es auch jetzt so formulieren, denn sonst sind wir ein Teil einer Diskussion über eine Grundrente. Wir sind jetzt so bei dieser Wassermelone des Vormittags und ich dachte, wir reden über die grüne Schale und wir sind irgendwie in dem roten Fruchtfleisch gelandet, was ja nicht schlecht ist, aber zurück zur grünen Schale. Können wir nochmal zurück zu Öko kommen von der Grundrente? Das bedingt sich doch. Weil es bedingt sich? Es bedingt sich doch. Ich meine, also, dass es klar ist, die Technologie wird uns nicht retten, wenn wir die Technologie so einsetzen, wie wir sie jetzt einsetzen. Polen hat die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen. Auch die DDR hat die Umwelt besser geschützt als Westdeutschland. Genau, nee, hat sie nicht. Sie war nur ärmer. Nein, das sage ich doch. Sie hat sie durch Ineffizienz geschützt. Sie war ärmer und hat einen viel größeren ökologischen Fußabdruck. Das spielt doch keine Rolle. Ich war 1982 zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Das waren Paradiese. Das war die Schönheit überhaupt dazu. Heute haben wir Warnschilder über Staub. Wolken, die auf der Autobahn die Sicht zerstören. Wie kommen wir da hin? Jetzt haben wir doch selber wieder die Horrorbotschaft. Da hilft uns kein Gesetz der Welt dagegen, gegen die Effizienzsteigerung. Wenn wir die falschen Dinge perfekt machen, sind sie nur perfekt falsch. Ja. Aber wie kommen wir denn zu den richtigen? Also ich kenne sozusagen deine Polemik, die ist auch erfrischend. Erfrischend gegen die Effizienzidee. Ja? Die löst ja so einen Aha-Effekt aus, weil wir sind ja die Älteren jedenfalls sind groß geworden mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Faktor 4, Faktor 6. Also wir müssen effizienter werden. Das war das Credo. Das ist ja auch, ich würde sagen, nicht falsch, jedenfalls nicht komplett falsch, wenn man es als Teil einer umfassenderen Strategie anlegt, die tatsächlich auf qualitativ andere Art von Produkten und Produktion abzielt. Aber wir müssen natürlich über Effizienzstrategien Zeit gewinnen für die große Umstellung, also für die Substitution,
So, insofern würde ich sagen, wir brauchen alle drei Prozesse parallel. Die Energierevolution, die ist bereits im Gang. Das ist die Frage, wie wir sie beschleunigen. Die Effizienzrevolution, also ich weiß nicht, was du von LED-Leuchten hältst, aber sie reduzieren den Stromverbrauch um 80%, ohne dass wir im Dunkeln sitzen müssen. Und wir brauchen das, was ihr so propagiert, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, in der jeder Reststoff wieder zurückkehrt, entweder in die biologische oder in die Technosphäre. So, diese drei Prozesse, die brauchen politische Rahmenbedingungen. Und deshalb müssen wir meines Erachtens auch über Politik reden. Definitiv. Klar. Und wir müssen aber auch darüber... Wir müssen auch darüber reden, wie kommen wir dahin. Ich meine, wir haben jetzt eine junge Generation, wir haben Fridays for Future, die auf der Straße sind, die machen das natürlich auch viel durch, also natürlich durch Hiobsbotschaften, aber sie erhöhen auch den Druck. Wie kriegen wir es hin, die zu unterstützen? Wie können ältere Generationen was tun oder was kann man überhaupt tun? Also das Erste ist schon klar, Fridays for the Future, es gibt keinen Grund zu Panik. Weil, also wenn man aus der Bibel irgendwas lernen kann, ist das Grund, die Sache, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ja, wir halten zusammen und wir werden dieses ändern. Denn aus Panik werden die Leute, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Man wird immer zurückgefallen auf barbarisches Verhalten außer Angst. Ja, also, ich würde mich freuen, wenn der Verein als Ziel nimmt, dass wir 2100 wieder die Gehalte an CO2 in der Atmosphäre haben, davon, die wir 1900 hatten, dass wir das wieder aktiv zurückholen. Wir müssen zurückholen, weil der Planet sich über die jetzigen Gehalte schon zerstört. Und wir können das CO2 umsetzen, zum einen in Methanol, in Brennstoffzellen. Ich habe in Dubai gerade so ein Projekt. Wir können es auch umsetzen zu Kunststoffen davon. Und wir, aber lassen wir uns ein positives Ziel haben, anstatt beckmesserisch zu sagen, du bist da geflogen und du bist da mit dem Auto gefahren oder sonst was, sondern im Gegenteil zu sagen, komm, lass uns das große Ziel sehen, wir holen uns das CO2 zurück, es ist auch viel zu selten und wir bauen den Boden damit auf. Es waren hier wunderbare Veranstaltungen, die zeigen, wenn man nur 4 Promille des Bodens, des Kohlenstoffs jedes Jahr in den Boden kriegen würde, dann könnte man die gesamten CO2-Emissionen positiv ausgleichen. Das finde ich super Schlüssel. Begriff. Es geht um Photosynthese. Ja, das ist eigentlich die Grundlage für eine ökologische Ökonomie. Die Steigerung der biologischen Photosynthese und die Anwendung der Photosynthese in der Industrie, also technische Photosynthese, ob das jetzt Power to X ist oder andere Verfahren, in denen wir CO2 als Rohstoff nutzen. So, das muss die Richtung sein, in die wir in den nächsten 10, 20 Jahren gehen. Ja, das heißt, wir holen es uns wirklich zurück. Also wir sagen, ich lade Sie alle ein, dazu mitzumachen. Wir holen uns das zurück. Und es ist wichtig, wir haben die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten, vielleicht ist es nicht so schlimm, aber die Vereinigten Staaten Fläche und die Fläche Chinas eingebüßt als landwirtschaftliche Nutzfläche in den letzten 200 Jahren. Das muss man wirklich begreifen. Das ist das Substrat, auf dem wir leben davon. Das heißt, wir brauchen darum, ist das, was Sieke macht und die Landwirtschaft der Zukunft, was hier diskutiert wurde, sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aus verwüsteten Land landwirtschaftliche Gartenfläche zu machen. Das ist das Erste davon. Das Zweite ist schon, dass wir uns überlegen müssen, was zählt wirklich? Also was ist wirklich wichtig? Was sind wirklich Ziele? Wir holen uns dann also den Kohlenstoff zurück, setzen ihn ein, aber das ist mir noch zu technisch gedacht. Die Grundfrage ist, wozu sind wir auf diesem Planeten da? Und wenn wir nicht lernen, nützlich für die anderen Lebewesen zu sein, dann sind wir zu viele. Und das ist eine soziale, eine kulturelle Diskussion, vor allem ersten und keine technische. Ja. Also wir brauchen in der Tat ein Selbstverständnis, was zu lange mit missverstandener Religiosität einfach wirklich usurpiert wurde. Aber meinst du nicht, dass es genau... Es gibt so ein Sprichwort von den Indianern, die besagt, dass man die Jugend braucht, also die emotionale Forschheit der Jugend und die Weisheit des Alters. Und nur wenn beides zusammenkommt, kommt man einen Schritt weiter. Ich
bin ehrlich gesagt, also mir hat diese ganze Fridays for Future Bewegung tatsächlich unglaubliche Hoffnung gegeben, weil ich endlich Bewegung in der Sache sehe. Ich sehe seit Jahren unglaublich tolle Innovationen, ich sehe NGOs, die wachsen, ich sehe ganz tolle Ideen, aber ganz oft versandelt das so ein bisschen im Nichts. Die Politiker sagen immer, es ist eine super Idee, es geht aber irgendwie nicht weiter. Und ich habe schon das Gefühl, dass meine Generation und auch die jüngeren Generationen es jetzt irgendwie schaffen müssen, dass wir diese Hebel anziehen, dass es eben endlich mal oben ankommt, dass diese Gesetze fallen, dass wir endlich mal wohin kommen. Wir müssen irgendwie diese Masse in Bewegung kriegen. Ob das jetzt eine wild trampelnde Herde Gnus ist, habe ich das Gefühl, das ist mir lieber wie gar keiner, der jetzt wieder so einmal gemütlich durch den Bundestag schlendert, so ungefähr. Wie kriegt man das hin? Also, dass wir Unruhe brauchen und dass Fridays for Future einen Riesenverdienst hat, weil sie Klimapolitik, Klimawandel wieder ins Zentrum des öffentlichen Interesses, der öffentlichen Diskussion gerückt haben und Druck ausüben auf Politik und Wirtschaft, das ist ja völlig unbestritten. Aber ich glaube, dass diese Bewegung nur erfolgreich sein wird, wenn sie sich mit einer positiven Vision verbindet. Mhm. Und uns ist das weitgehend verloren gegangen, eine Idee von Fortschritt im 21. Jahrhundert. Alle großen verändernden Bewegungen hatten eine Idee von Fortschritt, von einem besseren Leben, von einer besseren Gesellschaft. Und ich bin vielleicht ein bisschen technikgläubiger als du. Also ich glaube schon, dass technische Innovation eine zentrale Rolle spielt, aber ich stimme völlig zu, dass wir technische Innovation einbinden müssen in eine neue große Erzählung. Ich nenne die grüne industrielle Revolution, egal wie man sie nennt, Kooperation mit der Natur, ökologische Industriegesellschaft des 21. Jahrhunderts, die sowas wie ein Aufbruch bedeutet. Also nicht Restriktion, sondern Aufbruch in eine neue Stufe unserer Zivilisation. Das ist, glaube ich, das Bild, was wir zeichnen müssen, möglichst konkret, möglichst vielfältig, damit wir aus der Furcht und aus der Panik herauskommen in so eine positive Dynamik. Ja, ich meine, das kann man ja auch sehen an dem Verein und diesen wirklich tollen Leuten, die hier alle mitmachen. Das ist es ja gerade. Trotzdem brauchen wir klare Fragen an die, und Forderungen. Die Politik muss Cradle-to-Cradle-Produkte bevorzugen, sonst dauert es zu lange. Ja? Also öffentliche Beschaffung, Modellkommunen deshalb sind von entscheidender Bedeutung. Das Zweite ist, wir müssen lernen zu fragen, nicht wie kann ich eben weniger schädlich sein bei der Landwirtschaft, sondern zu fragen, was ist gesunde Ernährung? Und dann komme ich zu anderen Fragestellungen davon. Zum Beispiel ist es, wenn ich Algen verspeise, nehme ich über 80% des Eiweißes auf. Wenn ich Rindfleisch verspeise, nehme ich weniger als 20% auf. Es ist einfach ungesund, Rindfleisch zu verspeisen. Das mag für manche eine Delikatesse sein, aber es ist einfach dumm. Ja. Und darum geht es doch einfach. Es ist wie ein Stück Sachertorte oder sowas. Heißt, das ist ein Genussmittel für viele. Das heißt, wir müssen in der Nahrungskette niedriger einsteigen. Und die klare Forderung, die auch von hier kommen müssen, ist zu sagen, in spätestens 2 Jahren hören wir auf mit Importfuttermitteln. Es kann es nicht sein. Wir können nicht die Fläche Deutschlands für Erneuerbare einsetzen, dabei den Boden bis zu 30 Tonnen pro Hektar Boden zu verlieren, wenn man Mais anbaut, davon und gleichzeitig die Fläche Frankreichs als Futtermittel allein aus Lateinamerika importieren. Kranker geht es doch gar nicht. Ich meine, eine Demokratie ist doch unwürdig, wenn sie sowas hat. Ja. Also klar zu sagen, klare Forderungen an die Politik, keine Importfuttermittel mehr, das geht nicht. Wir sind in der Lage, wir haben wunderbare Böden hier, sind in der Lage, die Bevölkerung hier zu ernähren. Und natürlich, Deutschland exportiert Fleisch in die ganze Welt dazu, durch die Schweinepest. In China boomt das Ganze oben davon. Wir haben ein Überbevölkerungsproblem an Schweinen auf jeden Fall dabei und an Großbauern das auch. Ja? Das heißt,
Ja, und eine industrielle Landwirtschaft. Und wir müssen das schon in politische Forderungen bringen dazu, denn sonst behübschen wir das Ganze nur. Ja? Das heißt, das Schlimme ist, ich könnte euch ewig zuhören. Also gut. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde. Okay. Ich kriege von allen Seiten das Tee gezeigt. Gut. Ja, okay. Deswegen müssen wir es ein bisschen ab. Ich würde ganz gerne jetzt einfach nur als Abschlussstatement, gib mir doch ein Statement. Zuerst nicht in Grund und Boden reden und dann... Als Abschluss, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, wenn du wirklich sagen könntest, du hast gerade gesagt, eigentlich würdest du am liebsten, dass man von jetzt auf gleich entscheidet, oben, es müssen Cradle to Cradle sein. Oder was wäre ein einziger Wunsch, kurz formuliert, nicht politisch formuliert, den ihr an die Politik hättet? Jetzt bitte keine politische Ausführung, sondern ein kurzer Wunsch, ein kurzes Wunschstatement. So als erster Schritt in die richtige Richtung, was ihr jetzt sagen würdet, hey, das würde vielleicht die Innovation, die ich neulich gesehen habe, weiterbringen. Der erste Schritt, den haben wir schon längst gemacht. Wir haben schon eine ganze Menge Schritte gemacht und ich finde, das sollen wir nicht kleinreden. Mm-mm. Wenn wir am Nullpunkt stünden, dann hätten wir kaum eine Chance, den Wettlauf mit dem Klimawandel zu gewinnen. Aber der nächste, also wenn Sie jetzt eine konkrete Aussage und nicht wieder eine Predigt haben wollen, der nächste große politische Schritt müsste meines Erachtens die ökologische Steuerreform sein. Also nicht nur ein wirksamer CO2-Preis, sondern tatsächlich eine ökologische Steuerreform, die im Verbrauch knapper Naturressourcen und von Emissionen besteuert. Ich muss morgen in Hamburg sein. Und jetzt sagen Sie, ja, der Schritt in die richtige Richtung. Und dann sage ich, da komme ich ja nie an. Also dann hat sich bemüht. Ja, ich muss doch fragen, ob er so mit Plastiktüten verboten oder sonst, das wird mir noch nie ankommen. Die Dinge sind komplexer und man muss sich auf jeder Ebene einmischen dazu. Also zwei Dinge, ich bin kritisiert worden ein bisschen für die Fridays for the Future Kritik, aber ich möchte ganz klar sagen, also Gott ist greater, okay? Dazu, aber es bezieht sich lediglich auf die beiden Punkte, dass ich sage, das Haus brennt nicht, denn dann haben wir wirklich Panikreaktionen. Nein, aber wir wollen das positive Panik. Statement. Nein, also ich will jetzt darum nur, sage ich, was ist der nächste Schritt der einzige für dich, Schritt, was wäre ein Schritt, der, einzige, der dich weiterbringt? Der einzige wirkliche Schritt ist, geht in die Politik, mischt euch ein an jeder Stelle davon, außer bei der AfD, macht bei allen mit dazu, dass sie wirklich etwas ändern. Das ist die allereinzige Sache. Vielen Dank, ihr zwei.